So, ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Majora's Mask. Und ich möchte mich bei Shiny Brüder Jet-Chan bedanken für den nützlichen Tipp mit der Steinmaske, mit der wir jetzt quasi die im letzten Part gefunden haben, ja, nicht zu sehen sind. Und wir gehen in die Piratenfestung rein. Ich habe die Zeit bereits verlangsamt und werde jetzt mal kurz absetzen und zum Zora wechseln. So, unsere Mission drin ist es, die Zora-Eier rauszuholen aus der Festung. Ja, ich würde sagen, gehen wir es an. Und ich glaube mich zu erinnern, dass der Eingang hier, glaube ich, irgendwo unter Wasser war. Was ist hier oben? Gut, da kann ich bestimmt später hin, weil ich sehe gerade, da komme ich jetzt nicht hin. Weil ihr seht schon, da oben ist ein Objekt für den Greifhaken. Also nichts. Ja, wie gesagt, der Eingang war, glaube ich, unter Wasser irgendwo, wenn ich mich richtig erinnere. In so einer Erdhöhle. Unterwasserhöhle oder so. Ja, hier ist die Mauer von der Piratenfestung. Und hier irgendwo war auch, glaube ich, der Eingang oder so. Ja, das passiert, wenn wir zu weit rausschwimmen, dann kommen wir halt wieder da an, wo wir ins Wasser gegangen sind. Wo ist er denn? Ich glaube mich zu erinnern, dass an der Wand der Eingang war von der Festung. Ah, jetzt weiß wer da unten, ja. Einer von diesen Schildern. Geht nur aufgerammt. Ah, da ist auch schon der Eingang. So, jetzt werde ich jetzt mal gleich aus dem Wasser gehen und die Maske aufsetzen. Piratenfestung. Und Tarnmodus. Fortschrittlich sind sie, haben sogar hier Motorboote, die guten Piraten. Ja, wie ihr seht, wir sind für den Feind quasi unsichtbar. Und können quasi jetzt in aller Ruhe hier durchschwimmen. Was uns vor den Fischen natürlich, nicht schützt. Die scheinen uns trotzdem noch sehen zu können. So, mal schauen, wo ich jetzt hier raus kann. Da drüben sehe ich gerade was. Das könnte schon ein Ei sein. Was ich da oben sehe. Oder ist es einfach nur... Nee, war bloß vom Haken und sowas. Gut, hier heißt es scheinbar jetzt, ich muss kurz zum Goron wechseln.
das hält doch bestimmt nicht ewig, oder? Gut, egal. Immerhin müssten wir irgendwie rennen. So, und hier kommen wir jetzt anscheinend nicht rein. Okay, ich denke mal, jetzt sind wir offiziell drin in der Festung. Jetzt muss ich bloß warten, bis ich wieder irgendwo auftauchen kann aus dem Wasser. Okay, okay, andere Richtung schieben. Da drüben wäre noch was, da gehe ich gleich hin. Ich versuche erstmal die Blöcke so gut wie es geht richtig zu verschieben. Ich hoffe, dass es richtig ist. So, jetzt da. Nein, das war nix nochmal. So, jetzt der. Na, ah, blödes Steuerkreuz. Na, obwohl Steuerkreuz, das bin ich ja selber. Ist hier oben vielleicht noch was versteckt? Ja, hier. Ah, ein paar Rubine, ja, ist immer nicht schlecht. Ist ja schon mal nicht schlecht. Was für ein Glück, dass ich Zora bin. Kann ich in Ruhe atmen. So, euch kann ich doch bestimmt irgendwie so zerstören. Was ist oben eigentlich? Geht's da lang? Sieht nicht gerade so aus. Nee, anscheinend nicht. Aber da drüben ist... Nein! Och, Mann! Gut. Ich hab's verstanden, ich muss durchtauchen. Nein, oh, lass mich in Ruhe, blöder Fisch. Fische. So, ja, zum Glück nichts verändert hier. Das ist gut. Muss ich den Kram nicht nochmal machen? Ja, ich schwimme jetzt nicht durch, ich laufe hier einfach durch. Bevor ich zig Dutzend mal gegen die Wand krache. So, und hier schwimme ich jetzt diesmal durch. Na, geht doch. So, bin ich jetzt offiziell drin? Ich glaube schon. Gut, okay, Steinmaskenwechsel.
alles vermint hier und so. Oh, oh, da ist ein Herzteil drin. Aber wie komme ich da ran? Ist da vielleicht ein Knopf dafür? Das ist die Zellentür. Es wäre noch wunderbar, wenn die irgendwie aufgehen würde. Moment, da ist ein Schalter. Aha. So, und rein da. Oh nein. Ach so, verstehe ja. Zeitlimit. Kann ich die Fässer vielleicht irgendwie kaputt machen? Ja. Dann werde ich mal mit das Herzteil zu holen, auf die Hasenohren zugreifen. Und Sprit los, Link! Na wunderbar. Deine Energieleiste wohl erweitert. Schick. So, dann mal sehen, wo es hier weitergeht. Da drüben ist sowas. Hier werde ich, denke ich mal, Pfeil und Bogen nutzen können. Das? Ah, okay, ja, verstehe, aber bestimmt nicht ewig, oder? Deswegen wieder Beeilung. So, das wäre auch geschafft. War ich hier schon? Nee. Das sind ja so eine Minendinger. Okay, nochmal durchtauchen. Ach, Link. Ich hab ihm nicht gesagt, dass er aufhören soll zu tauchen. Kurzen Cut, Leute, wir sehen uns ja gleich wieder in dem Raum. So, jetzt diesmal, Link, bitte vergeig's nicht wieder und schwimm ordentlich. Nein, doch keine Minen reinschwimmen. Und keine Minen reinschwimmen. So, jetzt hoffen wir eigentlich raus aus dem Kanal. Und mal gucken, wo die ganzen Eier rumliegen. Damit ich endlich mal welche einsammeln kann. Hm. Ach so, da ist ein Knopf. So, damit kann ich jetzt bestimmt... Ja, muss ich. Und aufwärts. So, ich hoffe, jetzt sind wir offiziell drin in der Piratenfestung. Also raus aus dem Kanal. Sieht jedenfalls ganz so aus.
Hängeminen, also. Was ist das für ein Teil? Das ist die eigentliche Festung, das eigentliche Festungsinnere. Das ist jetzt bloß so eine Art, ja, Teleskop hier. Ja, und hier überall müssten die ganzen Eier versteckt sein. Das heißt, wir sind schon mal dem Ziel sehr, sehr nah. Na, ist egal. Ja, jetzt sind wir offiziell drin in der Festung. Das war sozusagen jetzt bloß der Vorweg. So, wo geht's hier lang? In einen weiteren Teil der Festung. So, Steinmaske, jetzt kannst du offiziell deine Effektivität beweisen. Achso, okay, kann ich kaputt machen. Denn hier irgendwo müssen die Eier sein. Ich werde mich schon mal mit Flaschen bewaffnen. Und gucken, wo die sind. So, hier drin. Wären wir jetzt ohne Steinmaske schon mal fast geschnappt worden. Wie bitte? Doch die Steinmaske auf. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Gut, dann wende ich jetzt meinen Trick an, den ich halt in der Gerudo-Festung angewendet habe und benutze Pfeil und Bogen. Hab's nicht anders gewollt. Na, ich hab doch... Sollte das gerade ein Glitch sein oder so? Wieso kann ich die nicht... Warum zum Teufel hat er nicht getroffen? Das ist schon wieder doof, wenn er jetzt mit seinem Schwert nicht trifft. Beziehungsweise Schwertbogen... Ist eigentlich egal. Ich hab die doch getroffen. Was ist das denn?
Gut, die erste kann ich scheinbar treffen mit Pfeil und Bogen. Aber die anderen irgendwie nicht. Wieso auch immer. Aber das garantiert irgendwas Wichtiges drin. Gut, dann halt so. Nein, ich kann sie nicht treffen. So was Ärgerliches. Ach du, ich will schnell vorbeikommen jetzt. Mann, ey. Ist ja gerade schön, wie die Steinmaske da wieder funktioniert. Oh, ich muss gucken, wie lange ich schon aufnehme. Bis gleich. Ja, ich sehe gerade, ich bin gerade schon über der Zeit und würde sagen, das war's für heute von Majora's Mask. Im nächsten Part versuchen wir dann weiter, ja. Uns hier irgendwie die Eier zu schnappen. Ja, auch wenn die Steinmaske ihren Job momentan nicht richtig getan hat da drin, muss ich mir etwas anderes ausdenken. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.